Verehrte Damen und Herren, geschätzte Pflanzen und Tiere und natürlich auch diejenigen, die sich als Avocado identifizieren. Heute möchte ich über drei Dinge sprechen, die so harmonisch zusammenpassen wie Erdnussbutter und Marmelade. Frieden, Sicherheit und veganes Hähnchen. Frieden, ein Wort, das wir öfter hören, aber selten wirklich verstehen. Ein Zustand, in dem die Welt sich entspannt zurücklegt, sich eine Tasse Kamillentee gönnt und sich fragt, warum können wir nicht einfach alle Freunde sein? Ja, warum eigentlich nicht? Doch leider gibt es da draußen noch Menschen, oder sollte ich sagen Fleischfresser, die glauben, dass Konflikte und Gewalt der einzige Weg sind, sich durchzusetzen. Nun, meine lieben Mitbewohner dieses Planeten, ich sage Ihnen, es gibt eine bessere Lösung. Und diese Lösung liegt auf Ihrem Teller in Form von saftigen, köstlichen, pflanzlichen Hähnchen. Ja, ich weiß, einige von Ihnen mögen skeptisch sein. Veganes Hähnchen? Sie denken, das ist doch eine Illusion. Aber lassen Sie mich Ihnen versichern, dieses Hähnchen schmeckt nicht nur wie das Original, sondern Sie sind auch die Antwort auf alle unsere Gebete nach Frieden und Sicherheit. Denn was könnte mehr Sicherheit garantieren als eine Welt, in der niemand mehr unser Leben fürchten muss, nur damit jemand anderes sein Hähnchen auf dem Teller haben kann. Eine Welt, in der wir alle gemeinsam an einem Tisch sitzen und uns über unsere gemeinsame Liebe zu veganem Hähnchen freuen. Also lassen Sie uns gemeinsam für eine Welt kämpfen, in der Frieden und Sicherheit und veganer Hähnchenersatz für alle selbstverständlich sind. Ja. Denn am Ende des Tages, meine lieben Freunde, ist das die wahre Essenz des Lebens. Sich gegenseitig zu umarmen und gemeinsam über gutes Essen zu lachen. Vielen Dank. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleibe dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Schauen wir schon viel nicht vorgelassen. Haben wir bis jetzt gerade. Ja, jetzt hier. Hallo. In das Handy da mit der Pride-Flagge. Ja, genau, auf den schauen. Hundepo. Ich habe nicht. Guten Tag draußen an den Geräten. Wir plakatieren hier heute in Sachsen, in Leipzig, vor der Hermann-Göring-Gesamtsonderschule. Und die Partei ist die einzige Partei, die die Forderung 1er-Abi für alle im Wahlprogramm hat. Oh, UN. Das ist ein. Bin ich denn? Ja, wo habt ihr euch denn? Hoffen, dass ihr euch hier auch.